In diesem Video spreche ich darüber, wie sich Online-Shops mit Paid Ads, also mit bezahlter Werbung, komplett selbst zerstören. Wie du das Ganze verhindern kannst, was du konkret machen kannst, damit du nicht zu diesen Brands gehörst. Super spannende Folge, bleib bis zum Ende dabei, viel Spaß damit. Herzlich willkommen zu dieser neuen Episode und wie in der Einleitung schon erwähnt, spreche ich heute darüber, wie unzählige Online-Shops da draußen sich jeden Tag mit bezahlter Werbung, also Facebook, Instagram, TikTok, Google und so weiter, komplett selbst zerstören, warum sie das Ganze tun und wie du das vor allen Dingen verhindern kannst. Wenn du jetzt einen Online-Shop hast, du hast vielleicht sogar eine E-Commerce-Marke über die Zeit aufgebaut oder du machst Dropshipping, ganz egal. Mit großer Wahrscheinlichkeit schaltest du bezahlte Werbung, um Reichweite einzukaufen, um Sichtbarkeit einzukaufen. Ja, weil ohne Sichtbarkeit kannst du die besten Produkte haben. Wenn keiner davon erfährt, wenn dich keiner kennt, wenn dich keiner sieht, wirst du untergehen. Und dementsprechend gibt es ganz viele Online-Shops, die Geld investieren jeden Tag in bezahlte Werbung. Ja, Facebook, Instagram und so weiter. Was der große Glaubenssatz ist, was ich jeden Tag sehe, das schreiben mir auch meine Podcast-Hörer immer in DMs auf Instagram, dass sie Geld verbrennen. Ja, dass sie bereit sind, Geld auszugeben in bezahlte Werbung, aber lediglich jeden Tag Geld verbrennen. Ja, der ROAS ist nicht gut, der Kost pro Neukunde ist zu hoch, die Marge ist zu gering. Ja, das sind die ganzen typischen Probleme, die dabei aufpoppen. Und was alle nicht verstanden haben, ist, dass bezahlte Werbung zwar gut ist, es ist der Schlüssel zu Wachstum, aber es braucht noch ein paar mehr Puzzleteile, sage ich immer, um dein gesamtes Marketing, um deinen Online-Shop, um dein Puzzle vollständig zu machen. Und genau darüber spreche ich jetzt heute in diesem Video. Denn was alle machen ist, sie schalten Werbung mit irgendwie Performance-Marketing. Ja? Creative-Testing, Audience-Testing, dann werden verschiedene Creative-Tests gemacht. Ja? Dann gibt es Prospecting-Kampagnen, dann wird Budget erhöht, Budget geht runter, es wird versucht zu tracken, dann sieht man die Conversion nicht und so weiter. Das ist alles schön und gut, aber Reichweite einzukaufen, Sichtbarkeit einzukaufen, das ist heutzutage einfacher denn je, ja? Weil du musst lediglich ein paar Klicks machen, ja? Du kannst dir auf YouTube 3 Videos anschauen und weißt du, wie du eine Kampagne aufsetzt und dann kaufst du Reichweite, Sichtbarkeit ein, ja? Und das ist, was die meisten machen, das ist, was 99% der Online-Shops machen, ja? Was aber alle nicht verstehen ist, dass die Zielgruppe zu erreichen, die Menschen anzusprechen mit deinen Ads, das ist nicht mehr die Herausforderung. Es ist total einfach, heutzutage Kampagnen zu schalten. Diese Menschen aber dann zu überzeugen, dass sie dein Kunde werden, ja, das steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Und darüber möchte ich heute sprechen, denn bezahlte Werbung ist wie gesagt nur ein Puzzleteil. Aber dieses Puzzleteil sorgt dafür, dass du initial erstmal sichtbar wirst. Ja, dass Menschen überhaupt auf deine Marke aufmerksam werden, auf deine Produkte, auf deinen Online-Shop. Ja? Aber was du vielleicht auch weißt, dass Menschen skeptisch sind. Sie brauchen mehrere Berührungspunkte. Ja? Und vor allen Dingen wurden auch extrem viele Online-Shops bzw. total viele Konsumenten von Online-Shops verbrannt. Besonders auch diese ganzen Dropshipper, die irgendwie ewig lange Lieferzeiten haben, dann aus China das zu dem Endkonsumenten schicken oder vielleicht sogar auch nicht. Ja? Es wurden auch so viele Menschen verbrannt und deswegen sind die Leute skeptisch, ja, vor allen Dingen in Deutschland. Die Deutschen sind eh noch mal ein bisschen skeptischer als in den USA, habe ich rausgefunden. Das heißt, dein Job ist es als Marke, diese Skepsis wegzuschieben, die Person zu überzeugen, ja. Wie machst du das? Das machst du nicht nur mit Ads, ja, das machst du in deinem Content-Marketing, ja, was passiert auf deinem Newsfeed, oder was passiert auf deinem Instagram-Feed zum Beispiel? Was passiert auf deiner Facebook-Seite? Was passiert auf deinem TikTok? Ja? Dann, wie sieht der Online-Shop aus? Ja? Gibt es da deine Story irgendwo? Gibt es da vielleicht eine Über-uns-Seite, die jetzt nicht irgendwie versteckt ist, ganz tief im Menü, sondern wo Menschen wirklich auch über deine Marke Dinge erfahren können? Beantwortest du offene Fragen, was deine Zielgruppe hat? Gibt es Bewertungen von Kunden? Ja? Was passiert, wenn ich jetzt deinen Markenname auf Google eingebe? Was finde ich da? Finde ich gar nichts, das ist relativ schlecht. Finde ich negative Sachen, irgendwie 1, 2, 3 Sterne-Bewertungen, das ist dann noch schlechter. Oder, und das machen halt eben die erfolgreichen Brands, die vor allen Dingen auch mit uns zusammenarbeiten bei Ecomhaus, die wissen ganz genau,
wie Menschen Vertrauen aufbauen. Ja? Weil sie müssen dich erstmal kennen, sie müssen deine Marke vor allen Dingen mögen, ja? Und dann müssen sie dir auch vertrauen. Und deswegen, das ist eigentlich die Message hier für diese Episode heute. Du musst es schaffen, Vertrauen aufzubauen bei deiner Marke. Wie das Ganze geht, das zeige ich hier in meinen ganzen Videos, auch in meinem Podcast. Ja, wenn du noch nicht kennst, Ecom Secrets, einfach mal googeln. Du findest es auf Spotify und auch auf iTunes. Wir haben über 200 Episoden mittlerweile, gibt es ja schon seit 4 Jahren. Aber was ich damit sagen will ist, die meisten Online-Shops, die zerstören sich damit selber, indem dass sie einfach blind Geld in bezahlte Werbung investieren. Da vor allen Dingen auch die falsche Zielgruppenansprache meistens haben, ja, schlechte Creatives, einen schlechten Online-Shop und so weiter. Aber komplett diese ganze andere Seite, diese ganzen anderen Puzzleteile gar nicht erst auf dem Schirm haben. Ja? Das Spannende ist aber, wenn du die anderen Puzzleteile hinzugebaut hast, wenn du es geschafft hast, Vertrauen aufzubauen in deine Zielgruppe, ja, dass du eine echte Marke bist, ja, dass man dir vertrauen kann, dass du dein Wort hältst, dass du auch wirklich Produkte verschickst und sowas, dann passieren nämlich Wunder. Und zwar deine Kampagnen, deine Ads werden 5-mal, 10-mal so profitabel und Skalierung ist dann nicht mehr das Problem. Das heißt, was ich sehe so für Brands, die irgendwo am Anfang stehen, vielleicht machen die schon die ersten 10.000 Euro, vielleicht machen die sogar schon 50.000 Euro oder vielleicht sogar 100.000 Euro im Monat. Ich sehe es durch die Bank, dass sich die ganze Zeit auf bezahlte Werbung fokussiert wird, weil es ist halt irgendwie ein sexy Thema, ja, irgendwie ein paar Klicks machen und Kampagne schalten und so weiter. Aber es wird einfach nicht beachtet und nicht verstanden, dass, um jemanden zu überzeugen, noch ein bisschen mehr dazu gehört. Ja? Wenn du herausfinden willst im Detail, was das alles ist, wie das auch vor allen Dingen für deine Marke aussieht, für deinen Online-Shop, dann geh mal bei uns auf die Website www.ecomhouse.com. Du findest es auch unten in der Beschreibung. Da kannst du dich einfach mal komplett unverbindlich und kostenlos auf ein Strategiegespräch bewerben. Keine Sorge, es ist kein Sales-Call. Wir gucken einfach mal, okay, was fehlt eigentlich bei dir, damit deine Ads profitabler sind, damit du deinen Online-Shop nicht zerstörst, ja, damit du weiter wachsen kannst, ja, ein gutes Fundament auch hast für Skalierung. Und ja, deswegen, ich lade dich hier mit ein, check die Website, schreib auch unter dieses Video in die Kommentare, was du zu diesem Video denkst, ja, was du vielleicht glaubst, was dir fehlt in deinem Online-Marketing. Und ich wünsche dir viel Erfolg, bis zum nächsten Mal. Ciao.